Okay, Chat, dadurch, dass wir jetzt schon 23:30 haben, gehen wir jetzt rein. Wir haben gedacht, es wird jetzt ein bisschen tricky. Wir schauen mit euch gemeinsam die neueste Folge an von Mitarbeiter des Monats, Kanalreiniger für eine Nacht auf meinem Kanal, Sascha Hellinger. Wir haben auch schon Kommentare gelesen, danke für den Support. Ja. Wir wollten aber nochmal mit euch gemeinsam jetzt in der Nacht das einfach anschauen, um mit euch dann nochmal durchzugehen. Es wird wild, weil wir ja auch schon mal in München im Studio das angeschaut haben. Wichtig ist jetzt auch nochmal, ich glaube, das muss man nochmal erwähnen, an alle, die gerade am Essen sind, lass es. Okay, jetzt wieder ich muss Jobs ausüben. Hab die YouTube-Person noch gar nicht gesehen. In verschiedenen Ländern. Ja. Die kurios sind, etwas kurioser. Also da waren Berufe dabei, den habe ich so noch nicht gehört, wenn ich jemanden gefragt habe, was er beruflich macht. Oh. Die Medienwelt geht wahnsinnig schnell. Mach Desktop-Audio ein bisschen weniger. Also ich bin weg, deswegen. Ja, weil Stand jetzt, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, hast du mal wirklich gearbeitet, so ist super. Muss ich sagen, ja, mit 17 an der Kaufmannkasse. Und jetzt kann ich halt sagen, ja, ich habe Berufserfahrung in 6 verschiedenen Jobs. Ja, das Intro, no joke, mein Feedback zu dem Intro war, es ist mir zu dramatisch. Mir wurde halt von verschiedenen Personen gesagt, dass es schon okay ist, schon cool. Ja, es macht doch den Eindruck, könnte es jetzt auch auf eine Vendetta gehen. So, das Video könnte weitergehen mit, es gibt noch ein paar Menschen, denen ich eine Rechnung offen habe. Ja, finde ich auch. Ich komisches Magengefühl, ne? Zweites Land, also Spendi. Zweiter Job. Übrigens, Marc Gebauer hat abgesagt. Hallo. Ich bin die zweite Wahl. Und ich sag ja, und dann ist es sowas. Freund? Klar. Freund. Wien ist eine wunderschöne Stadt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Ich hatte es nicht mehr so. Schau doch dann die Heimat. Ich weiß nicht, wer von euch in Wien wohnt, aus Wien kommt oder in Wien war. War schon mal vor Jahren da, hatte das nicht in Erinnerung. Wien ist wirklich Top 3 schönste Städte, muss man so sagen. Europa auf jeden Fall, ja. Ja, erster Bezirk, unmöglich zu wohnen, preistechnisch. Also genau. Geht. Mittig. Erster Bezirk gibt es tatsächlich Leistbares. Aber du musst dir vorstellen, die Wohnungen im ersten der Gemeindebezirk, wo du denkst, okay, die sind das krasseste in der ganzen Stadt, kosten ungefähr so viel wie eine Einzimmerwohnung außen in Berlin irgendwo, wenn man Glück hat. Wirklich? Ja. Ich habe gefunden, als ich mit einem Freund zusammenziehen wollte, haben wir eine Wohnung im ersten Bezirk gefunden, dreistöckig, mit Dachterrasse, knapp 100 Quadratmeter für 2,9. Okay. Neubau. Komplett krank. Einer schreibt Regensburg schöner. Ja, ja. Ja, Regensburg eh krass. Ja. Göttingen auch, super Stadt. Schönes. Da gibt's schöne Sachen, schöne Ecken. Oh mein Gott. Hä, weißt du's? Wir werden so mal lochen. Weißt du's? Ja. Hä, jetzt macht alles Sinn. Es macht jetzt alles Sinn. Oh no. Ganz kurz, auch für die Wiener. Das Ding ist, da kann ich jetzt ein bisschen ausführlicher jetzt kurz erzählen. Wir waren in diesem SUV absolut planlos. Und wir sind da reingefahren, Mistplatz, und man sieht das jetzt nicht im Video, aber um uns herum waren schon die ganzen Autos. Ja, diese ganzen Müllabfuhrwegen. Ja. Die ganzen orangenen Wegen waren schon da. Und ich war mir so sicher, okay, wir beide hinten drauf, eine Rundfahrt, Restmüll, ja, safe. Rein, zurück. Und ich hatte schon so geiles Kopfkino. Ich habe schon gedacht, Digga, ich stehe da hinten an der Stange, Rechtshand an der Stange. Links die, ne? Und ich dachte, wir machen uns da wirklich eine entspannte Zeit so. Und am Anfang, da denkst du noch so, scheiße, Alter, da Mistplatz mal lochen, ne? Aber je weiter ich dann drüber nachgedacht habe, dachte ich so, geil. Für einmal freue ich mich auf die Erfahrung. Aber ich weiß gar nicht, wer hat überhaupt die Müllabfuhr nachts oder tagsüber? Weil das ist ja noch ein wichtiges Kriterium eigentlich. Ich bin nicht sicher, ich glaube morgens. Ja, und da waren wir richtig dumm. Früh. Ja, Chat, wir waren so dumm, vor allem, weil wir uns ja richtig reingesteckt haben. Ich mach mal weiter. Oh. Es macht alles Sinn. Oh nein. Wir dachten, wir sind für den Abend Müllmänner. Oh Gott, laut, Alter. Warum talentfrei? Ey, aber da sieht man im Intro auch schon gut, wo es doch ungefähr hinging und was man machen musste, ne? Ist schon jetzt nicht so spoilerfrei, aber ist nicht schlimm. Intro ist sehr geil, ja. Haben den Beat geändert, weil wir einen anderen Beat davor hatten. Ja. In Folge 1, ich weiß nicht, wer von euch die erste Folge gesehen hat, mussten wir ändern, weil wir den Song gekauft haben. Der Umsatz wird immer noch zurückgehalten. Ich habe beim Hochladen Einspruch eingelegt, nee, wir haben den gekauft, im Umsatz wird immer noch zurückgehalten. Ja, ist aber kein Problem, ist halt nur ein 25-Minuten-Video. Wir haben ja jetzt gesagt, wir dachten, wir sind Müllmänner. Ja. Und wir haben uns so krank hineinversetzt in einen Müllmann in diesem Van, als wir warten mussten. Es war locker 15 Minuten und wir haben
Du hast einmal eine Rede gehalten, als ob du Präsident werden möchtest. Von Österreich oder von Wien halt einfach der Bürgermeister. Ja. Wir dachten wirklich, wir machen Wien zur schönsten, also sowieso noch Stadt, aber zur saubersten Stadt der Welt. Ja. Das war unsere Mission. Boah. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Ich glaube, Paul ist aus Wien, der kann es besser sagen. Verstecktes Industriegelände. Okay. Ich war hier noch nie, Bro. Was soll ich dir sagen? Ich doch auch nicht. Ja, Bro. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Keine Ahnung. Wir waren so dumm. Wir dachten wirklich, wir haben alles durchschaut. Wir sind bei der Müllabfuhr. Wir werden die Stadt sauber machen. So? Da ist er, Alter. Servus. Hallo. Das kann nicht die Müllabfuhr sein. Aber was dann? Servus, bin der Marc. Servus, grüß dich. Sascha, hi, freut mich. Wir suchen dringend Arbeiter und ich habe gehört, ihr macht hier einen Scheiß mit. Guckt euch Chat Marc. Marc ist ein überkrasser Mann. Er ist GigaChat, safe MVP. Aus Köln nach Wien gezogen. Ist Kanalreiniger, ne? Hauptberuflich. Und der ist auch... Merkt euch das einfach für eine Szene nachher, die in dieser Folge gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Darüber müssen wir aber nochmal kurz sprechen tatsächlich nachher. Die Szene wurde gezeigt. Also deswegen, ich möchte ganz kurz anmerken, dass Marc und ich eine sehr unangenehme Konversation hatten. Hat Marc eben gesagt, er kommt aus Köln ursprünglich. Ich meinte daraufhin, auch oft in Köln bin. Marc hat sehr euphorisch nachgefragt, wo... denn so in Köln unterwegs bin. Daraufhin habe ich wie aus der Kanone geschossen, natürlich geantwortet, beim Experian. Daraufhin war seine Frage, den Stadtteil kenne ich nicht. Und bin scheiße steigen wir heute. Und der Witz da ist, ja. War der Lenker. Scheißhaufen. Wir sind bei der Müllabfuhr, oder? Ja, aber hier ist auch Wien-Kanal. Ihr geht heute in den Kanal mit uns. Kanalisation. Wir folgen. Es hat 2 Türen gedauert, bis es effektiv nach Scheiße gestunken hat. Du bist durch die Haupttür rein, die 2. Tür ging rechts rein und da hingen einfach alle Gummistiefel von den Jungs. Das sind nur Männer dort. Von den Jungs hingen da einfach runter. Und da kannst du den Gummistiefel so gut reinigen, wie du magst am Ende von der Arbeit. Da bleibt immer was kleben, glaube ich. Ich sage euch, das hat Paul schon erzählt. Und also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es da drin in diesem Raum nach so Gummi gerochen hat. Also so künstlicher Geruch. Kann man nicht beschreiben. Mit Scheiße gemischt. Das kann man wirklich nicht beschreiben. Es war auch einfach so abgestandene Luft auch einfach. Das war der Raum des Todes. Ja, ja, ich will euch auch nochmal erzählen. Nur, das muss man auch ehrlich sagen, jetzt schon mal vorab. In dem Raum hat es schlechter gerochen als in der Kanalisation. Mir sicher, ja. Ziemlich sicher, ja. Also, weil viele geschrieben haben, wie kann man da ohne Mundschutz sein? Es hat dort in dem Raum wirklich schlimmer gerochen. Ich esse gerade, das ist nichts, was du dir anschaust. Also, hier im Stream gerade dabei zu sein während dem Essen, kann ich dir jetzt schon sagen, kannst du komplett vergessen. Wir sind noch, also gleich sind wir unten und dann würde ich hier rausgehen. Ein fatales Ereignis war, ich würde schon fast sagen, es war die Klamottenkatastrophe. Also, nur zum Verständnis, ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber ich trage L. Das sind Ehren. Ich lach da gar nicht. Okay, okay. Ich möchte dazu. Okay, ja, nee, also ich verstehe, dass es witzig ist, ja. Aber ich habe tatsächlich dem Produktionsteam vorhinein meine Kleidungsgröße genannt. Da habe ich auch im Anhang gesagt, falls das groß ist, müsst ihr wahrscheinlich jemand anderen für den. Aber das verraten, was die Antwort war. Absolut kein Problem. Und Chat, irgendwie sind 4x vor dem L verschwunden bei der Kleidungsauswahl, die ich da hatte. Also ich hatte dieselbe Größe wie Sascha bekommen. Und wenn man sich uns beide mal nebeneinander ansieht, dann merkt man, oh, das kann ja gar nicht funktionieren. Weil da ist quasi nicht so viel und hier ist wirklich der Wohlstand prall gefüllt und da passt halt L nicht rein. Ja, was soll ich sagen? Aber es ist, ja, ich sag, wohin Wille ist es auch ein Weg und im Endeffekt ist Kleidung nur da, um die Haut zu bedecken und das war das Wichtigste, wenn man da runter in die Steiße steigt. Ich glaube sogar, am Anfang Chat hat Paul ein M in der Hand gehabt. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Meine Hose war M. Es ist krass. Mein Freund. Bitte, Freund. Und ich sag immer so schön, jede Sünde kannst du im Kanal sehen. Jede Sünde. Ja, aber kein Fahrrad oder so, oder? Kann auch mal passieren. Und natürlich aber auch jede Menge Krankheiten. Krankheiten? Ja, Krankheiten. Riechst du gut generell?
Also nicht, ob dein Körpergeruch gut ist, sondern ob du gut riechen kannst. Ich hatte dafür einfach keinen Kopf, Sascha. Ja, machen wir Pause. Ganz im Ernst, ja. Also das Ding ist, die Zuschauer kriegen das ja nicht mit. Die Kleidungskatastrophe ging weit länger, als jeder Ausschnitt war. Also man muss ja dazu sagen, ich war in dieser Umkleide sicher für 15 Minuten. Ja. Würde ich schätzen, während Sascha und Marc und Leander schon nach, naja, 3 Minuten fertig waren, weil die auch eine Kleidung hatten. Ne? Da muss ich auch sagen, da war meine Laune temporär ein bisschen niedriger, ja. Als mich dann auch noch Sascha dicht gelabert hat, ja, von der Seite, mit irgendwas von wegen, riechst du gut, während wir in einem Raum waren, wo ich wirklich meinen Kopf konzentrieren musste, dass neben meiner schlechten Laune nicht auch noch die schlechte Laune rauskommt. Ich wusste auch einfach nicht, was du von mir willst und ich wollte auch einfach nur, dass du mich in Ruhe lässt in dem Moment. Ja, es tut mir, da war mein, da, wir werden es auch noch, so, wir haben es auch noch erzählt, da war meine Laune hier, deine war da. Ändert sich ja wahrscheinlich noch oder ändert sich, ne? Mhm. Ich wollte noch erwähnen, weil wir es in den Kommentaren gelesen haben, Thema Krankheiten, die Jungs sind gegen alles geimpft. Ja. Also wirklich, wirklich gegen alles und würden die das nicht machen, alle, die wird es voll krass erwischen. Also egal, was für eine Impfung auf dem Markt kommt, die jatzen sich alles rein. Ja. Nee. Okay. Heute ist so ein Tag, da würde ich mir wünschen, Mensch, Schnupfen jetzt, Wahnsinn. Ich war einfach fundamental in jedem Aspekt zu groß für diesen Job und vor allem für diese Kleidung. Aber ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und mein Wille war es, wenn ich schon da war, dass ich auch in diesen Kanal hinabsteige. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe mit der Kleidung dann? Hat sich so angefühlt, als wäre ich wirklich einfach ich im Sinne von große Breit auf der Flucht. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war die Kinderabteilung beim H&M. Und ich musste mich trotzdem umziehen. Oder Award gewinne ich für das sicher nicht. Aber es war ja wirklich, es war alles zu. Schuhe, alles. Es gab wirklich nichts, wo ich sage, ja, das kann man so nehmen. Ja. Wobei, nee, die Schuhe waren okay dann, als ich drin. Ich muss ganz knallhart jetzt eine Sache nochmal sagen. Zu dem Zeitpunkt haben die auch ab und zu mal hinter der Kamera gesagt, ey, es kann sein, dass er nicht mitkommen kann, weil die wirklich. Die haben die Gummistiefel von irgendwo anders geholt. Die haben die Klamotten von irgendwo anders geholt. Da hat einer noch versucht, eine Hose aufzureißen. Also, was die da noch umgesetzt haben, dass du mitkommen kannst, war wirklich krass. Ja. Wir gehen mit euch auf eine Schicht. Ganz normal. Ja, ich will noch abschließend zu dem größten. Wir haben genug darüber gesprochen. Ich würde schätzen, dass die Ankleidezeit, bis es losging, circa bei einer Stunde 30 lag. Stunde 15, bis wir abfahren. Also vom Reingehen bis zum Rausgehen? Ja, Stunde 15, Stunde 30. Ja. Das ist jetzt hier in 2 Minuten gezeigt worden, aber es hat ewig gedauert. Gramm wie ganz normale Probearbeiter. Aber dann kommen wir nachher noch. Der Dominik geht mit euch auch nachher noch alle Sicherheitsvorkehrungen durch. Na, da gibt es einiges zu beachten. Unten haben wir heute sagen, ganz einfach auch unten, was wir finden oder sonstiges, heben wir nicht vom Kanal auf. Es wird nichts in den Mund genommen, nichts abgeschleckt oder sonstiges. Schade. Man darf unten nicht rauchen, also nicht mit Feuerspielen im Ofen oder sonstiges. Ich habe L nach L nach L genommen, vor allem bei der Kleidung, was im Sinne des Wortes. Ja. Es ist für mich, solange ich in diesem Raum war, war für mich ist alles schlecht gelaufen. Kleidung hat nicht gepasst, Schuhe haben nicht gepasst. Ich komme raus, als hätte man beim Character Design in einem Roleplaying-Game, also wäre man komplett auf Drogen gewesen. Und dann sagte mir auch noch, oh, du darfst im Kanal nicht rauchen. Und es ist ja natürlich klar, dass man es nicht rauchen darf, aber ich hätte es lieber gehabt, hätte es einfach unausgesprochen gibt. Ich find's geil, wie lang einfach das Intro war, aber sage ich auch gleich nochmal. Das dürfen wir gar nicht. Ja, Henke-Legende. Gibt's eigentlich gar nichts. Das war das kürzeste Intro, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Und dafür bin ich Dominik bis heute dankbar. Der hat einfach nur kurz gesagt, hier, zack, zack, zack und los. Ihr bleibt in der Mitte. Ja, achso, okay, ja. Fenster. Chef, danke, 41 Monate. Das war für mich schon der Moment, wo dieses Bauchgefühl in mir drin so komisch wurde. Im Sinne von, wenn es im Kanal jetzt gleich wirklich, wirklich heftig ist, dann lege ich zu dem Material noch von mir Erbrochenes mit rein. Aber wenn du dir Kapuze umhaupt, den wir nicht erkennen. Ja, doch. Doch. Bist du am Wibbeln? Bist du nervös? Ich? Ne, ich hab Vorfreude. Dass ich heute hier mit euch bin, abends hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich freue mich. Wir sind noch eine ganze paar Stunden sind wir noch zusammen unterwegs. Ja, voll. Und man hat ja auch echt das Gefühl, man ist schon nach 5 Minuten Teil dieser Familie von den Kanalreinigern da in Wien. Aber trotzdem hat man einfach gemerkt, die Stimmung ist bei mir jetzt langsam, geht's los. Aber wirklich, wir standen bis hierhin komplett in der Scheiße. Tote Ratten, aufgedunsen wie Ballons. Ne, da hat nur gefehlt, dass du drauf tippst und die explodieren.
Die explodieren wirklich. Tote Ratten explodieren. Okay, das rennt sich aus. Ja, ich kann dir sagen, es hat so Ohr gestunken. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und du hast mir den komplett du warst doch nicht in dem Kanal. Du hast schon die Scheiße gerochen. Die ist schon schlecht. Und dann, Bro, das Bild von denen ist respektlos. Die erleben das sowas und die denken sich, komm, wir sind jetzt durch mit unserer Schicht. Wir machen erstmal ein Foto von uns. Das ist krank, ehrlich. Also, das ist wirklich so hart. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Allein, dass ich muss es euch nochmal zeigen. Mir wird auch schon wieder schlecht. Wirklich. Geschichte von ihm bodenlos. Aber man muss dazu sagen, im Nachhinein nochmal betrachtet, man hatte wirklich ein Gefühl von, man ist ein Teil der Familie. So ja, in diesem alten Mercedes. Ja. Dieses Auto hatte auch schon selbst 3 Millionen Kilometer. Das war so ein alte Mercedes-Ding. Ja. Diesel-Van auch. Ja, brutal. Wirklich brutal. Erzählt dir der Typ so eine Horrorgeschichte? Also wir sagen im Freundeskreis immer eine Sache. Und zwar, wenn was schief läuft, da geht unser Lenker immer Richtung Scheißhaufen. Ihr habt voll eingeschlagen und ihr seid voll eingeschlagen. Da vorne ist der Lenker. Ah, okay. Da gehen wir gleich noch hin. Da ist der Lenker. Mit diesem Hochdruckwagen heute werden wir den Kanal einmal durchspülen. Gut, ziehen wir uns jetzt den Helm an. Ja. Dann kriegst du mir runter und dann spülen wir den Kanal durch. Ziehen wir der Jäckchen aus. Genau, ich gehe ohne Jacke. Ja, ohne Jacke. Ja. Nur das. Wollen wir schon wieder über Größen sprechen oder soll ich einfach weiter abspielen, Paul? Ganz kurz als Metapher. Ja. Ja, ihr kennt alle, wie das ist bei der Formel 1, wenn zum Beispiel dein Mercedes einen Boxenstopp machen muss. Und da arbeiten auch mehrere Leute dann an dem Auto, dass es wieder fahrtüchtig ist. Und in der Geschichte war ich der Mercedes. So würde ich gerne die Geschichte einfach ja. Also da können sich jetzt einige was drunter vorstellen. Ja. Warum eigentlich bei Nacht? Das weiß ich gar nicht so genau. Die arbeiten ja 24 Stunden. Passanten nicht zumuten. Ja, ist ja auch eine Gefahr, ne? wenn der Gullideckel offen ist. Die arbeiten 24 Stunden am Tag. Wir hätten auch eine Schicht haben können mittags oder morgens. Okay, krass. Ich weiß auch nicht, warum die uns nachts die Schicht gegeben haben. Wie viel Uhr war das? 0 Uhr? 23 ja. Uhr? 23 Uhr. Sagen wir mal, 23 Uhr war das. Ja. Und einer hat auch gefragt, wie viel die verdienen. Ich meine... Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, Einstiegsgehalt war 1,8 netto. 1,8, ja, Einstiegsgehalt, ja. Ja. Ich glaube, so um den Dreh. Ich glaube, als Beamter, zumindest in Österreich, verdienst du ja dann auch immer mehr, je länger du dabei bist. Ja. Paul war noch nicht, also ich war gerade da, hab einen kleinen Berufstest gemacht. Das ist schon, also die Jungs haben meinen Respekt. Für mich ist es einfach nichts. Also nicht mal Marc Gebauer stinkt so krass, ehrlich. Also allein, dass ich da jetzt runtergehe, finde ich schon sehr krass, ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Aber ihr müsst ja auch mit runter, so. Also ihr kommt ja mit. Ja, Mann. Alter, ihr habt auch meinen Respekt. Also das war ein Beruf von, ich glaube, 2 Stück insgesamt. Der andere Beruf kommt erst noch, wo man sich immer vor Augen halten muss. Und das ist ja auch bei Joko und Klaas so. Wenn du das durchmachst, dann ist da immer noch ein Idiot, der das genauso durchmacht. Nur mit einem Handicap und zwar mit einer riesen Kamera in der Hand. Das ist ja, ich glaube, viele Kameramänner kriegen dafür gar keinen Respekt, sondern das heißt immer so, ja, der vor der Kamera, überkrass, dass sie durchgezogen hat. Kameraleute sind Teil... schlechter dran als du. So, weißt du, was bringt sie dann zu sich zu wehren? Warum tragen sie keine Masken gegen den Geruch? Ich glaube, nach so, wenn du das 2 Jahre machst, riechst du das nicht mehr. Ich glaube, wir haben die auch gefragt. Die meinten, das nehmen die gar nicht mehr wahr, ist neutral. Unter anderem verschiedene Lieblingsautoren, die mir sehr in meiner Lebensfindung geholfen haben. In sehr schwierigen Phasen. Und unter anderem Franz Kafka, der mir vor allem, seine Worte sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, vor allem im späteren Verlauf. Welche Worte zum Beispiel? Ich war beschämt. Als ich herausfand, dass das Leben ein Maskenball ist und ich mit meinem wahren Gesicht gekommen bin. Das ist so krank. Ja, ich muss aber sagen, ich habe es falsch übersetzt, weil ich habe das Buch damals auf Englisch gelesen. Ja, man hört dich, wenn du leise sprichst, hört man dich manchmal. Ah, tut mir leid. Ich habe die Passage damals auf Englisch gelesen, deswegen war es nicht akkurat übersetzt. Ja, aber trotzdem, war trotzdem schön gesagt. Stark. Ja. Aber das hat dir in der Situation halt auch nicht geholfen. Null. Nein. Alter, ist das krass. Genau, halt ein bisschen ab. Ja, ich sehe da aus wirklich wie ein Riese Level 11. Ja, du also, bist, ja. Es sieht so aus, als wären da unten Entitäten, Monster. Und die Stadt Wien hat den stärksten Kämpfer runtergeschickt, um sie bärnackel zu knocken. Schau weiter, wie ich die Treppen runtergehe, als wäre ich ein Henker. Ja, das ist respektlos. Ja.
das ist so ein Gänsehautmoment, weil du kommst in dieses Nasse und unten auf dieses Weiche. Also du hast so du bist nicht wirklich festem unterwegs und diese Mischung zwischen nass und irgendwie so, alles ist so glibbrig, das ist nicht eine geile Mischung. Und wenn du dann noch überlegst, du stehst im Kanal, dann das sind einfach das. Das ist also geil. Ich hatte nur noch eine Sorge, ja? Ja. Wasser. Und du siehst nicht den Boden. Verrückt. Aber ich dachte, vielleicht gibt es im Boden ein Loch. Ja, aber es ist so, ich weiß nicht, ich glaube, wenn da ein Loch wäre, würdest du es sehen, weil das Wasser ja. Okay, wenn das Loch. Okay, ja, wenn das Loch. Worauf willst du hinaus? Komm doch mal neu rein. Wenn das Loch ein Ende hat, dann ist ja klar, weil dann ist das Wasser still. Aber wenn das Loch quasi wie so ein. Weißt du, wenn du, sonst würdest du ja einen Strudel sehen, wenn das Loch quasi immer weiter Wasser abfüllt. Und ja, ist egal. Digga, was laberst du? Bro, ich bin übel lang wach, ich bin fucking müde. Was ich sagen wollte ist, das ist krank. Berechtigte Angst, aber wenn das halt quasi. Hör auf, darüber zu reden, Bro. Du kannst dich nicht out. Du weißt nicht mal selber, was du uns sagen willst. Bro, ich will sagen, das ist eine berechtigte. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich hab nee, also gedacht, jetzt ganz im Ernst, ist doch scheißegal, nein. Ob da ein Sog ist, ja, genau, oder danke, nicht. Danke. Weil entweder ist das Loch 100 Meter tief, aber noch nicht voll, dann ist ein Sog. Oder es ist voll und es geht immer noch 100 Meter runter. Also, ja, aber der Unterschied ist, wenn es voll ist, siehst du es nicht, weil die Decke immer spannt. Du wolltest nur darauf hinaus, dass man sieht dann. Wenn ein Sog da ist, ja. Ja, dann sag das doch gleich. Ja. Überleg mal, du fällst da einfach hin. Willst du ja nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Die Kanaltaufe. Die Kanaltaufe, liebevoll. Ja. Und ich glaube, das wirklich genannt von den Jungs. Wenn ja. Du da hinfällst und es passiert denen auf jeden Fall nicht nur einmal während der Arbeitszeit und während die das machen, sondern es passiert denen mehrmals, dann nennt man das Kanaltaufe. Kein Scherz, du fällst da rein und was der nächste Prozess ist, du wirst sofort hochgezogen, wirst nach oben sofort gebracht, Klamotten aus und es ist kein Scherz, die haben ja einen Hydranten in der Nähe, wirst sauber gespritzt. Das heißt, ja. Die haben uns erzählt, dass es einem irgendwie passiert in der Straße, wo viel los war und du stehst da in Boxershort, wirst einfach sauber gespritzt auf ja. Der Straße. Das ist krass und wie gesagt, Chat, überleg doch mal, die arbeiten 24 Stunden, also der steht nicht da um 3 Uhr nachts zum Teil. Da steht auch einer, auch natürlich auch im Winter, es gibt dafür keine Ausnahme, weil das ist ja alles voller Bakterien. Du darfst nicht lange damit so bedeckt sein. Also auch im Winter, wenn du da die Kanaltaufe auch spontan zwirbelst, wirst du dann trocken, also wirst du sauber gespritzt. Ich bin immer noch sprachlos. Boah. Was ist das? Steine? Was denkt ihr eigentlich, was ist ein Surfbrett in Kanalsprache? Ein Surfbrett? Das ist ein kleines Quiz. Ein Stück Scheiße. Was ist ein Surfbrett? Eine Binde. What? Nein, da haben wir ein Surfbrett. Ach, eine Binde. Eine Binde. Ah. Was ist ein Torpedo? Tampon. Ja. Was ist ein Schlauchboot? Kabum. 2:0. Ich hatte keine Zeit und keine Null. Geduld für ein Quiz. Ich wollte raus. Ja, und da waren wir mal wieder Yin und Yang. Weil als ich dann unten war, war meine Laune auf dem Zenit. So. Ja, der stellt da Fragen, irgendwelche Quizfragen. Ich komme da runter, lauf 5 Schritte, lauf durch den Matsch, lauf durch die Scheiße. Die Luft da unten ist so, es ist eine stickige Luft. Du denkst, das ist eine tropische Luft. So, die Luftfeuchtigkeit ja. Ist sehr hoch. Es ist nicht kalt. Das ist das Krasse an dem Beruf. Im Winter ist es dort warm, im Sommer ist es da kalt einfach ja. In dem Kanal. Und dann läufst du durch dieses tropische Ding, weißt du, stehst gerade in Scheiße und in anderen Sachen und dann stellt er Fragen innerhalb der ersten Minute. Bruder, lass mich doch erstmal ankommen, Marc, Alter. Ja. Kommt mit einem Rätsel. 2:0. Und da haben wir schon so Material, wovon wir reden. Dieses Material. Oh. Ja. Ablagerung, verrottete Exkremente. Boah, Material. Ey, das ist Heimat für mich. Ja. Ey, und das Verrückte für mich war das ist schon fast nostalgisch. Ey, im ersten Moment dachte ich einfach, das ist dunkler Sand. Bruder, am liebsten würde ich jetzt eine Schaufel nehmen und schön arbeiten. Jetzt mal ehrlich, im ersten Moment dachte ich, das ist einfach nur dunkler Sand. Ja. Wir sprechen halt vom Material, weil das kontaminiertes Material ist. Wir sprechen von Material. Warum, Paul? Weil es ist. Kontaminiertes Material. Das
passiert? Jetzt? Ja, super. Ich brauche noch bestimmt 10 Minuten, bis ich glaube, okay, dass ich hier bin. Die Kommandos, ihr müsst wie ein Mann brüllen. Einfach nur wie ein kleines Quiekemäuschen brüllt. Wir verstehen euch da oben nicht. Ja. Wie gesagt, ja. Und hier haben wir alles komplett Material. Ja. Wir holen insgesamt 20 Tonnen Material am Tag aus dem Kanal. Tagtäglich. Material! Das finde ich so geil. Ey, ja. Material hat es auch in unserem Wortschatz geschafft. Ja. Material. Chat, 20 Tonnen am Tag holen die da raus, saugen die einfach. Kann man sich nicht vorstellen. Es ist so viel, es ist wirklich so viel. Und du bist ja auch da unten und du hast ständig Angst. Du siehst ja die Rohre auch, ne, wo das tendenziell rauskommen könnte. Ja. Das ist ja immer so der Moment zwischen, okay, passiert's jetzt, passiert's nicht. Welcher Wichser spült jetzt hier gleich um 2 Uhr nachts, ne? Weißt du ja nicht, Mann. Ja, das hat mich ja. Und das sieht man auch nicht wirklich. Deswegen kann ich es jetzt schon vorne wegnehmen. Du siehst in der Folge nicht wirklich die Rohre. Die hast du aber auch kaum wahrgenommen, außer du hast mit der Stirnlampe dich wirklich darauf konzentriert, die Wände entlang zu leuchten. Ja, dass man aufpassen muss, wenn es regnet. Ja, ja, unten, klar. Weil das ist halt, wenn die Spülung betritt und die Rohre drüber, na, dann regnet es. Ja. Kommt Wasser runter. Es riecht nach Festival Dixie Klo Tag 3 Ende. Oh, was ja. Siehst du hier alles? Was ich da sehe? Ja. Was gehört alles nicht in die Toilette? Irgendwas aneinander. Was ist nochmal? Das sind Tampons gewesen, oder? Aneinander geschnürt. Ja. Sich. Die verknoten sich nachher ja. Mit Schnüren und werden nachher wirklich. Da kann nachher eine Länge wie eine Anaconda. Und da dachte ich mir, aber du musst es ja überhaupt nicht hochheben. Also man sieht es auch wirklich gut, wenn es am Boden liegt. Also es ist gar kein Grund, dass man das jetzt so hochzieht wie ein Weihnachtsbaum. Habt einen kleinen Mülleimer auf der Toilette. Ja. Damit das nicht in der Kanalisation landet und dadurch auch nicht in Marc seine Hände unter anderem. Ja, Marc ist anders, Chat. Ihr merkt schon, Marc ist aus anderem Holz geschnitzt. Also ehrlich, der ist ganz, ganz anders. So. Ja, ich würde sagen, das ist das Wichtigste, ja. Was denkt ihr, was findet man hier unten alles noch so im Kanal? Alles mögliche. Schrauben, Mordwaffen, Patronen liegen hier rum und wirklich alles, was Liebespärchen auch manchmal so rausflutscht. Ein Spielzeug, du spielst ja nicht die zweite Runde, oder? Nein, also was du ja auch in den Arsch reinschiebst. Ach alles, so. Ja. Ja, Bro. Was war da los mit dir? Dicker, ich hab nicht mal bei einem Quiz mitgemacht, als ob ich mir in dem Moment Gedanken machen kann über irgendwas Sexspielzeug, was rausflutscht. Ja, aber er hat ja extra dazu gesagt, was auch Erwachsenen. Ja, ich war da unten mit mir selber beschäftigt. Also ich glaube, viele Menschen können das nachvollziehen. Vor allem, wenn du halt, sagen wir mal, hier ist mein Arbeitsplatz, dann kommst du mal raus in die Welt, kommst in den Kanal, fühlst dich überhaupt nicht wohl. Unabhängig jetzt von Marc, sondern einfach die Umgebung passt nicht zu dir und deinem Leben einfach und du merkst es recht schnell nach den ersten 10 Schritten, nach der ersten Nase, die ich mal genommen habe und dann denke ich doch nicht an irgendeinen Analplug, der halt rausrutscht, wenn man dann aufs Klo geht. Also das ist doch wirklich, du bist da aufgetaut. So wie du warst beim Umziehen, so war ich jetzt. Doch klar. Alles. Oh, aus Metall, aus Gummi, mit Fernbedienung und alles. Hey, danke, Grüße außer Marcel. Habt ihr schon mal hier unten Gold gefunden oder so? Na, also du willst wirklich nicht dort in dieser Scheiße rumwühlen. Ja, blöde Idee, aber war mein Fehler. Heutzutage ist. Und das war der Unterschied. Ich habe danach gesagt, gut, blöde Idee, mein Fehler. Ja, das stimmt. Aber warum soll ich das jetzt sagen? Dafür, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe. Nee, du hättest dich lediglich dafür entschuldigen sollen, dass du halt nicht zugehört hast. Ab damals wirklich hier Leute, die haben hier unten im Kanal gelebt. Ja. Die haben sich Strotter genannt. Diese Strotter haben bis in die 70er Jahre sogar noch hier unten gelebt. Oder die Fettfischer. Die haben Schnüre gespannt und dadurch haben sie eben mal das Fett abgetroffen und haben das zum Seifemachen eben mal verkauft. Ey Jungs, ihr kriegt von hier, von mir, kriegt ihr nicht viel raus. Ich bin fassungslos. Ja, ich hab Spaß gerade. Gut. Sascha? Ja? Ihr gedacht, wir gehen mal ein bisschen gucken. Gucken? Ja, schauen wir mal, wo wir irgendwas finden, was wir mit heimnehmen. Was haben wir denn noch? Bro, einfach random mit Handy. Krass. Digga, überleg mal, irgendeiner hat sein Handy verloren, fragt sich vielleicht bis heute, wo das Handy liegt und wir finden es hier einfach im Kanal. Zwischen Scheiße. Mafia, Drogenhandel, Schmuggel. Irgendwas hat dieses Handy erlebt und zu irgendeiner kriminellen Mannschaft war das Handy gut.
weil die Chance, dass jemand das einfach ins Kanal fällt, ist super gering. Ich sag ganz ehrlich, da war einer samstagabends unterwegs oder freitagsabend auf 2 Promille und dem ist das Handy einfach da irgendwo reingefallen. Hey. Das ist meine Geschichte zu dem Handy. Beides möglich. Beides möglich, ja. Beides sehr gut möglich. Drogen oder Suff. Aber auch sein ist halt langweilig. Der Anker. Oh, jetzt hat's begonnen. Ey. Ab da ging es los. Ey, das war das erste Highlight. Shots. Oh. Zum Schaufeln. Ich dachte, das wäre unsere Schaufel. Ich finde auch noch von der Form her, von diesem Anker, könnte es auch einfach eine große Claymore sein von Call of Duty. Jetzt holst du Stange. 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 Ja, Stange. Stange. Und sagst dann Stange. Eben mal. Stopp. Lauf noch. Ah. Okay. So. Auf. So, er hängt das an. Das. Okay. Jetzt sagst du oben den Lenker ohne Wasser. Lenker ohne Wasser. Nein, du sagst mit dem Lenker. Ja. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Und jetzt gehen wir da in die Richtung und sagst, los, und was? In die Richtung geht. Welche? Dort. Ja. Dort lang. Los, los. Los, und selbst ich als Wiener habe nicht verstanden, was du hochgeschrien hast. Ich habe keine Ahnung. Ey, das war alles, ja. Die Einführung hat bis jetzt irgendwie noch gefehlt. Zieh! Wir wussten wirklich nicht, für was wir jetzt dieses Gerät eigentlich da haben. Wir mussten es jetzt erstmal jetzt so 200 Meter oder so den Schacht entlang ziehen. Das war's. Und muss da wirklich die Kommandos brüllen. Und ihr müsst euch schon vorstellen, ich habe gerade schon nach oben gebrüllt, das war der direkte Weg, er hat mich nicht gehört. Du läufst da 200 Meter einen Schacht entlang und brüllst dein Kommando 200 Meter durch den Schacht, damit es nochmal, keine Ahnung, 15 Meter hoch geht. Also du musst da, du brüllst, wir wussten wirklich nicht, was wir brüllen. Irgendwas. Das noch, das nach. So ja, ja. Das nach. Ein paar Sachen hast du natürlich verstanden, aber halt gar nichts. Funkgeräte haben die nicht. Und ja, Marc und Dominik sind beide kurzärmlich da. Aber eine Sache jetzt schon mal, wenigstens hat der Marc Handschuhe an. Ja. Paul, du kannst ihm ruhig helfen. Kannst du ruhig helfen, Paul? Ach du Scheiße. Holt gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee. Oh nee. Also ich wusste auch, bis es dann passiert ist, nicht, was unsere Aufgabe jetzt essentiell ist. Wir schwammen einfach diesen Kanal. Das Problem ist halt, zwischen die Schächte ist immer Material oder sammelt sich immer Material. Und mit diesem Schuh schwammen wir von einem Schacht bis zum anderen Schacht. Bei dem anderen Schacht können wir dann mit dem Sauger oder händisch schaufeln, arbeiten. Weil wenn das Material hier dazwischen liegt, können wir das nie rausholen. Versteht ihr? Ja. Darum schwaben wir immer. Nochmal noch für mich. Passt. Schwaben. 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 Ja. Schwaben. Was war der Fachausdruck dafür? Habe ich keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Schwaben. Ja. Also du schwingst es da unten nach rechts und nach links, um einfach nur alles wegzuschieben. Du willst einfach, dass es weg ist. Und dafür ist dieses Gerät da. So, hier geht's alle nach da hinten. Du weißt, dass wir jetzt das Material sozusagen von hinten immer weiter nach vorne schieben. Genau, wird immer weiter vorgeschoben. Gibt's Fragen, Sascha? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie schwer dieses Gerät war. Ich schwöre, es ist. Ich habe ja vorher schon im Video erwähnt, dass nur Männer da tätig sind. Und ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die tendenziell jetzt nicht Ängste haben oder keine Angst haben, da in den Kanal zu gehen. Aber das Gerät, ich habe das kaum bis gar nicht gepackt, ehrlich nicht. Also wenn da jetzt irgendwie als Beispiel eine Frau kommt mit 1,60 und halt sehr zierlich, die wird diesen Anker zum Schwappen nicht bedienen können. Es funktioniert nicht. Und also ich bin mir sicher, dass dieser Anker 30 Kilo hatte. Ja. Und das ist auf Dauer, wenn man das nicht gewohnt ist, sehr schwer zu stemmen. Und ich wollte noch erwähnen, ich habe irgendwas noch und gesagt und dann hast du was gesagt. Ach, ich weiß nicht mehr. Wir machen einfach weiter. Am Anfang sieht es wirklich ein bisschen aus nach so Kinderspielplatz, wenn mal so ein bisschen Wasser rauskommt. Aber die haben uns zu uns ja gesagt, über 100 Bar kommen da raus an Wasser. Unvorstellbar. Und ich sage euch eins, dieser Anker hat eine Power, dass selbst ich in dem Moment dachte, als das Ding losging, wie soll ich das halten können? Ja. Wie?
Ich war, ja, ich bin fehl am Platz. Bei mir hat alles gezittert. Alles. Meine Arme, ich habe schon nach 2 Minuten gemerkt, wird nichts. Muskelkater. Ich hatte schon alles voller Säure. Meine Beine, ich konnte kaum stehen mit dem Ding. Alles wie so ein Skelett war ich. Ich schwör's dir. Minecraft-Skelett mit dem Anker in der Hand war ich in dem Moment. Ja. Aber ich wusste, auf eine Person wird noch Verlass sein. Das war das Paradebeispiel für mich, was ich je mit meinen eigenen Augen wahrgenommen habe. Mensch gegen Maschine. Ja. Mensch gegen Maschine und Material. Harter Edit aber, harter Edit. Ey, man muss auch erwähnen, das sieht man jetzt ein bisschen in der Perspektive. Über 100 Bar ist ja absurd. Ja. Und du standest ja, sagen wir mal, circa so tief ja. im Material, ja. im Kanal. Ja. Und 100 Bar sind ja so stark, es hat alles Wasser und Material so hart nach vorne geschossen, dass du wirklich hinter dem Gerät auf Beton gegangen bist. Ja. Das hat einfach also alles weggehauen. Also es war gefühlt bei uns dann trocken. Ja, genau. Es war trocken gefühlt, ja. Ja, ja. Es ist so absurd, ja. Nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Was ich da gemacht habe, war einfach nur gekämpft. Ich habe da einfach nur, das war ein Kampf gegen mich selber da damit. In deinem Fall war es nicht Mensch gegen Maschine und Material, sondern Maschine gegen Maschine ich mit Material. Ich war der mechanische Maulwurf in unserer organischen Gruppe. Lass uns doch mal 50 Meter gegeneinander rennen, dann gucken wir auch mal, wem es ist. Okay, Sascha, okay. Ich habe den Kampf alleine in der Umkleide schon verloren. Ja, okay, sorry, lass mir doch einfach den kleinen Erfolg gewonnen. In deinem Video, ja? Du hast gewonnen, weil du eine Maschine bist. Ich schwöre es dir, bei dir sah das aus, als es normal. Was für kleine Kinder das Ü-Ei ist, ist für dich der Anker, ich schwöre. Nee, weil ich habe ihn noch nicht gegessen. Naja, aber ne, für kleine Kinder, das Ü-Ei ist jetzt nicht schwer aufzumachen und zu essen. Für dich war es mit dem Anker nicht schwer, das war der Vergleich. Ah, ja, ja. Und jetzt fängt die wahre Arbeit an. Also nachdem wir das ganze Material nach vorne geschwappt haben, unter die Öffnung, ja, unter die Kanaldeckelöffnung, war es unsere Aufgabe, das Material zu sammeln und einen Bereich zu formen, wo wir aus dem Material einen Damm gebaut haben, also eine Erhöhung, damit das Wasser vom anderen Sektor nicht bei uns reinkommt, damit wir halt auch schön halbwegs trockenen Boden das Material stemmen können, um es dann fortlaufend für den Sauger vorzubereiten. Scheiße schaufeln. Wir mussten Scheiße schaufeln. Ja, du hast es aber, Paul, seine Erklärung ist wichtig. Ich hoffe, ihr habt die verstanden. Also du hast das ganze Material nach vorne gehauen mit dem Anker. Du hast richtig schön die einen weggeschwappt und dem Kanal auch. Ja. Na, alles sammeln, Schneise. Alles hier muss weg. So, euer Arbeitsgerät für jetzt. Bitte schön. Danke, Paul. Und wir machen dann auch Wettrennen, wer schneller ist. Das können wir gerne machen. Es gibt dumme Entscheidungen. Bist du dumm? Das ist der Job, Mann. Digga, du spielst League of Legends. Bro. Ich spiel Counter-Strike, Mann. Ja. Digga, du kannst niemals nicht aufgeben. Ich niemals aufgeben. Hattest du dir auch Kafka damals eingetrichtert, als du es Buch gelesen hast? Nee, das hat tatsächlich David Goggins. Er labert mich immer voll mit seinem Mindset. Ja, dein Mindset ist super, aber deine Skills sind scheiße. Es gibt immer diesen einen Homie, der denkt, heute ist es soweit. Und der denkt es sein Leben lang. Und das Traurige ist, es war an keinem heute soweit. Nicht an einem einzigen. Und das musst du mal schaffen. Und den Homie habt ihr. Der Homie, der sagt, komm, wir laufen jetzt 10 Kilometer nach Hause. Und du kommst nach 10 Kilometer kommst du an, denkst du, es war
Also nee, du kommst nicht an. Noch besser. Wichtig ist in der Geschichte, du kommst nicht an. Aber weißt du, was das Problem ist, Sascha? Du warst in dem Szenario laut Dostojewski der intelligente Denker, weil du an die Konsequenzen gedacht hast. Aber würde jeder Mensch bei jeder Tat nur an die Konsequenzen denken, hätte er keinen Spaß. Und ab und zu musst du dich auch auf unmögliche Sachen einlassen und deine Limits zu testen und überschreiten. Und das habe ich bei dir vermisst, weil du hast richtig gesehen, mein Mindset war Optimismus und deiner war Realismus und das hat dich einfach in deinen physischen Fähigkeiten limitiert. Hättest du dich mir ganz gewidmet, ja, und dich fallen lassen auf meinem Mindset, ja, und mich deine mentale Säule sein lassen, dann hätten wir das gewonnen und hätten, die Profis hätten unsere Schuhe putzen müssen und dann wären wir rausgegangen wie verdammte Champions. Schön gesagt, Paul. Ja. Ich sag dir jetzt mal eins, würdest du in solchen Momenten denken, wie du jetzt gerade sprichst, dann hätten wir nicht die Scheiße am Ende noch vom Video machen müssen. Lass dir das noch gesagt sein, Freund. Wirklich poesietechnisch hast du dir jetzt mal wieder richtig einen rausgehauen. Wirklich geil. Aber würdest du so denken, wie du gerade sprichst, wie gesagt, wärst du ganz vorne mit dabei. Schon schlecht gelaunt und denk mir einfach, okay, ich ziehe hier durch und dann kommt noch so eine Scheiße dazu. Was ist der Wetteinsatz? Putzen des Arbeitsmaterials. Nein. Wir opfern jetzt unsere Bandscheiben. Oh Mann, ich will euch nur noch mal in Erinnerung rufen, weil man das so schnell vergisst. Das ist alles, was der Körper verlässt. Das ist keine Pfütze, natürlich gemischt auch mit Regenwasser hier und da mal. Aber das ist auch kein Sand, das ist kein, da sind kleine Steine drin. Ich will euch nur, dass ich es noch mal in Erinnerung rufe, das ist richtige Menge Material. Das wurde also eine richtig starke Menge. Wir kommen auch nachher noch zu einem Haufen, weil der kam auch nicht so raus, finde ich. Ja. Wir werden es gleich sehen. Ich habe ja das ganze Video schon angeguckt. Ja. Wir haben verloren. Ja. Also natürlich haben wir verloren. Meine Seite des Daumens war fertig. Er hat mir wohl Warte mal, was das Frame zurück. Bro, aber das kannst du doch nicht ernst meinen. Bro, niemand hat gesagt, dass es schön sein muss, aber dein Damm war nicht mal geschlossen. Es kommt auf Video nicht so rüber. Da war wie so eine Stufe Treppe. Also deine Seite war ja clean Wand. Meine war Wand und dann war hier nochmal was rauskam, okay? Und ich dachte, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich ruf einfach mal fertig, damit wir halt nicht das Arbeitsmaterial sauber machen müssen, sondern dass wir gewinnen. Kann ich ja nicht wissen, dass Marc und Dominik schlechte Verlierer sind und dann nochmal alles auf Herz und Nieren prüfen. Auf Herz und Nieren prüfen? Unser Damm war einfach nicht fertig. Also du glaubst, wir schreien bei Wetteinsatz, du schreist fertig und sie sagen, oh, schade, verloren. Ja, dann putzen wir die Sachen. Hätte ich das nicht... Ja, war mein Fehler, Freund. Aber es war mein Fehler, Freund, den ich hier gerade zugebe. Und wir verlieren aufgrund von einer Wette, die deine Idee war. Nicht meine, Freund. Ich würde so sagen, ich habe uns das Ziel gesetzt, was wir beide nicht erreichen konnten. Er hat mir wohl erklärt, dass du musst. Also wer? Ich hätte nicht gedacht, dass Marc und Dominik so genau hinschauen. Ich habe nämlich noch fertig gerufen und dann haben die rübergeschaut und dank Paul seiner grandiosen Wette wussten wir, wir haben noch Zeit da unten, wir müssen noch abarbeiten. Unsere Schicht geht nur noch 7 Stunden oder so. Und sobald wir nach oben wiederkommen, dürfen wir das gesamte Material von den Jungs putzen. Digga, laber mich nicht voll, Mann. Du bist wirklich, also so blöd kannst du sein. Also du würdest, wenn da 100 Mann kommen mit allem und du stehst da mit deinen Händen, aber die meisten würden sagen, was ein Idiot. Ja, und deswegen ich bin ich Spartaner und du Perser. Digga, so, nein, deswegen gesagt. Bist du blöd und ich bin halt, ich geh's ein bisschen bedachter an. Und ich sammle Lebenserfahrung. So, sorry. Wir werden nicht diskutiert. Warte mal. Ach, geiles Bild. Alter, Marc und Dominik, Mann. Wo sind seine Handschuhe? Jagomo, und genau für die Frage liebe ich dich. Die Handschuhe sind nicht mehr da. Vielleicht
Werden sie nochmal kommen im Laufe des Videos? Vielleicht, sage ich aber, mal. Aber ich sage euch dazu, ich habe beim Schaufeln auch keine Handschuhe angehabt. Das hatte ja den Grund, dass die Schaufeln waren ja sauber, als wir sie mit runtergenommen haben. Und wenn du super viel schaufelst in einem Handschuh, dann wird das feucht und reibt komplett an deiner Haut. Wenn du ohne Handschuhe schaufelst, Digga, dann... Alter, ich habe die Reibung so in Kauf genommen. Ja, also ich hätte mir die Handschuhe sofort wieder angezogen, hätte ich mal einen Wasserspritzer gespürt. Aber bis dahin... Und ich habe auch nie eine Wasserspritze auf der Hand bekommen. Ja, ich mache mal weiter. Diskutiert den zwar. Ja, ne. Also, dass du noch immer so reagierst, nachdem wir da unten standen. Soll ich machen? Ja, echt stark. Dann nimm ihn. Ja. Und jetzt? Bro, das ist der Staubsauger von Teletubbies auf Drogen. Auf die Droge, die du, ne? Ihr wisst welche. Das ist der Staubsauger. Wenn ihr das Ding hättet, würde es reichen, wenn ihr das in die Eingangstür haltet und ihr hättet keinen Staub mehr in der gesamten Wohnung. Das gilt für Leute sogar mit 200 Quadratmeter unterm Arsch. Ich schwör's euch. Das Ding hat gesaugt wie eine Eins. Bro, das Teil war, also, so eine Saugkraft noch nie gesehen in meinem Leben. Ich würde das Ding jetzt mal vorsichtig benennen mit Materialsauger 3000. Materialverschlinger. Ich hätte den Sauger sogar Fressflash 5000 genannt. Auch gut. Also jetzt im Nachhinein ist das ja wirklich, wirklich schön. Ist das schön. Ja. Sorry, dass ich nochmal pausieren muss. Ich weiß, wir pausieren hier oft. Einer schreibt rein, kann man da seinen Kopf reinstecken? Das ist schrecklich. Ey, ich dachte wirklich, besser wird's nicht mehr, aber als dieser Riesensauger nach unten gehievt wurde und es dann hieß, ja, saug hier mal auf. Ansaugen! Ganz kurz, ich will noch einen Vorschlag aus dem Chat vorlesen. Einer schreibt noch, finde ich auch sympathisch, Codenascher 3000. Ist auch nicht schlecht, ja. Aber der wirkt so süßlich. Das ist dem Sauger nicht gerecht. Der nascht ja nicht, der verschlingt. Es ist Mutanus, der Verschlinger. Ich sage, es ist der Exkremente Terminator. Wow, ja. Wir haben's. Ich habe einfach nichts mehr über meine Lippen bekommen, weil ich wollte, ich bin ehrlich, so schnell wie möglich nach oben. Da war ich im Fokus, da war ich im Tunnel. Alter. Weil ich wusste, okay, du machst schon die Werksarbeit. Und ich muss dir das Material zuschaufeln, damit wir hier schneller fertig sind. Wenn ihr so eine Riesenröhre seht, wisst ihr, da unten in dem Moment ist gerade richtig heftig einer am Material absaugen. Ja, und wichtig ist auch nochmal, wisst ihr ja hoffentlich, also das wissen manche, die es schon gefilmt haben, der Sauger hat jetzt recht leise gewirkt. Und man denkt so, ja, der ist doch voll, der ist harmlos und der geht voll. Glaubt mir, der hat Power. Ich glaube, das kam auf dem Mic nicht so rüber oder Marc oder Leander haben es runtergepegelt. Scheiße laut. Da unten generell alles laut. Ja. Du schreist laut. Der Anker laut. Der Sauger laut. Das Einzige, was alles wirklich... Laut. ASMR und leise ist es die Schaufel. Wir sind ja mit Marc und Leander mit zwei Kameras darunter und irgendwann, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, war eine Musik. Kamera weg. Der Marc war gar nicht mehr irgendwie unten mit uns im Kanal. Wo warst du? Gegenschüsse oben an der frischen Luft. Übergeben. Also ob du dich jetzt oben übergibst oder ob ich das jetzt nach oben direkt senden. Auf die Schaufel kotzen können. Ja. Und ja. Wir haben's direkt nach oben und jetzt direkt entsorgt. Ja. Besser geht's doch gar nicht. Wir haben zusammengetragen und dann sagt Marc zu uns, wenn ihr diesen Haufen fertig habt, seid ihr durch. Und ich weiß noch, dieser Haufen war so ein riesen Scheißhaufen. Der war wirklich größer, als er hier aussieht. Hier sieht's wirklich aus, als wäre das so eine kleine Sandburg, aber... Das war keine Sandburg, sondern das war wirklich, wirklich... Also ich würde sagen, das war der General der Scheißhaufen. Ich fand deine Aussage gerade wahnsinnig. Also deine ersten Worte waren, der sieht größer aus als wirklich... Das war... Wie hast du es formuliert? Der war in Wirklichkeit größer, als er hier aussieht. Ja klar. Und ich will euch auch nochmal kurz erwähnen, jetzt ist der magische Moment gekommen, wo man gerne mal drauf schauen kann, wer den Sauger in der Hand hält und halt auch wirklich in der Hand hält. Marc ist so krass. Nicht nur im T-Shirt da unten. Marc hat vergessen, also was ist vergessen? Der juckt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Der bedient auch, ich glaube, alles ohne Handschuhe. Es juckt ihn gar
nicht mehr. Das ist so hart. Also das ist wirklich hart. Den Sauger mit bloßen Händen angreifen ist wirklich hart. Bro, ich sag euch auch eins. Ich habe ihn auch mal erwischt und wir haben die Aufnahme nicht. Er hat auch was gefunden auf dem Boden. Ja, ich sag, kann man sagen. Die Aufnahme ist nicht drin. Er hat was gefunden auf dem Boden. Hatte auch keine Handschuhe an. Hat das von dem Boden hochgehoben. Hat es inspiziert. Und hat es wieder weggelegt. Und das ist, ich schwöre, das ist die Wahrheit. Ich habe noch Marc gefragt, ob er das auf Video hat. Er meinte nein. Aber es ist wirklich, wirklich so passiert. Der macht es halt nicht seit gestern. Ne? Der weiß halt, also es ist ja wirklich... Das war unser Endgegner. Mir ist währenddessen eine Metapher eingefallen. Und zwar hat sich das so angefühlt, wie kennst du das im Sommer, diese Slushies? Nee. Oh. Alter. Boah, Drache. Sandkasten. Und dann fängst du wieder an zu realisieren, warte mal, das, was ich da drauf packe, ist scheiße. Muss auch mal Zähne zusammenbeißen. Boah. Habt ihr echt super gemacht. Top. Hey. Danke. Man muss euren Job krass ehren. Also, ich hatte keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ja. Ihr kommt hier runter jeden Tag und macht es. Und ich meine, okay, ich bin jetzt nicht der Stärkste, aber mit dem ganzen Surrounding, so, ich meine, wir sind hier noch in einem großen ja. Schacht. Es gibt es viel kleiner. Also, ihr habt meinen herzlichen Respekt. Danke, dass ihr das macht. Ja. 100 Chat, die haben uns erzählt, Paul, es gibt Schächte, da könnte Paul nicht reinklettern. Da brauchst du, da musst du kleiner sein. Und auch wenn du kleiner bist, gehst du in der Hocke durch den Schacht und ja. reinigst den in Wien. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie viel insgesamt Kanalkilometer es da unten gibt. Es ist ja, wahnsinnig viel. Aber das ist super lang. Richtig viel. Was die jeden Tag da reinigen, muss mal gesagt sein, in Schichten. Wir hatten unser Fahrer, geiler Typ, geiler Atze. Ja, wow, der Champ. Der ja. hat auch noch ein Bild gemacht von unserer Gruppe. Am Ende. Bis heute frage ich mich, was er damit macht. Ist auch egal. Das haben wir nie bekommen, das Bild, stimmt's? Nee, haben wir nie bekommen. Aber ich sag, das hängt da. Ja. Auf jeden Fall, der ist, ihr müsst euch das vorstellen, der sagt, yo, ich hatte eine Schicht, die ging bis irgendwie 13 Uhr, dann hatte der 4 Stunden Pause und ist dann zur Nachtschicht eingecheckt, ne? Ja. Also so irgendwie war, ist deren Schichtbetrieb. Das war ehrlich krass, ja. Krass. Also, danke, dass ihr Interesse, dass ihr heute hier seid. Wart ihr bei Ferhat Döner essen? Juliano, mein Lieber, zu dem Zeitpunkt waren wir mehrere Stunden im Kanal und haben Scheiße geschaufelt. Also wir waren nicht bei Ferhat Döner essen. Ich kann es jedem vielleicht nur empfehlen, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wir suchen aktiv Leute und wenn wir niemanden mehr haben, der runtersteigt, dann gibt es uns auch bald nicht mehr. Wenn von heute auf morgen die Jungs den Kanal nicht mehr sauber machen würden, und das gilt generell für jede Stadt, dann haben wir in wenigen Wochen Krankheiten unter uns, die wir nicht haben wollen. Pest. Das ist kein Scherz. Unsere Gesellschaft ist abhängig davon, dass Pest das Kanal... Wir sind abhängig davon, von einem Dominik, von einem Marc, von vielen anderen Kanalreinigern, dass die das einfach für uns machen. Und wo das alles hinkommt, Annika, ich meine, das wird... Wie heißt es nochmal? Klärwerk. Das ist wahrscheinlich zum Klärwerk. Also wohin sonst? Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Kanalisation vorgestellt haben? Wie? So Tunnel mit Wasser ja. und dann so Gräten. Und was? Da sammelt sich so ein bisschen Tampons ja. und so. Und einmal im Monat geht man runter mit Kescher und sammelt das ein und dann mit wieder Fahrrad. Mit Kescher? Du dachtest angekämpft rein? Ja. Paul geht davon aus, dass jeder Mensch in Wien gesegnet ist mit Götterschiss. Jens Heinz-Richard Knosalla hatte letztes Mal in seinem Leben dieses Privileg. Da hat er noch nicht mal gewusst, dass das Internet existiert. Also das ist wirklich ein krasser Gedanke nochmal. Ja. Ja, ich weiß nicht, woher ich dieses Bild hatte. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal als Kind, habe ich einen Comic gelesen, glaube ich, von Asterix und Obelix, wo Idefix irgendwo in den Kanal reinfällt und die haben den gesucht. Und da dachte ich so, ja, Digga, das ist krass, weil da gab es so Gitterstäbe, wo halt Idefix dann durch ist, aber halt der fette Obelix nicht durch konnte. Und deswegen dachte ich so, das sammelt sich dann da auch im echten Leben, ne, und dann fischt man das halt raus aus sich. Das war aber eine sehr aufregende Geschichte von Asterix. Das habe ich richtig mitgerissen, Alter. Das habe ich mich schon gefragt, als du diese scheiß Wette eingegangen bist. Was laberst du? Was für Kescher? Was für Fische? Was für Gräten? Vollkatastrophe. Ja. Das müssen die Dämpfe gewesen sein. Frische Luft. Ich habe noch... Ey, die riecht süß.
Ich habe Luft noch nie so süß wahrgenommen. Ja, in meinem gesamten Leben habe ich noch nie Luft so wahrgenommen. Es war wirklich, als ob mir dauerhaft jemand so ein süßes Getränk unter die Nase hält. Luft riecht für mich logischerweise neutral. Ja. Außer ich habe eine Duftkerze an. Klar. Das war wirklich so eine süße Note, weil die Stunden in dem Kanal halt alles irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Es war einfach ein wunderschöner Moment. Warum hat Marc abgesagt? Marc hatte zu viel Stress während Black Friday und dieser Dreh war um den Zeitraum Black Friday. Es war, als ob ich ein Süßigkeitenglas vor mir habe und meine Nase wirklich so tief drin steckt. Ich weiß nicht warum, aber alles hat so süß gerochen. Wo ist Paul? Paul! Paul, riech die Luft! Drache! Eine Lungenentzündung. Nein! So. Alles für dich einfach. Ich komme raus, alles normal wie immer. War ein bisschen kälter. Riechst du gut? Nee. Ja, war unten jetzt auch nicht so krass. Fand ich. Also dank der Wette, die Paul eingegangen ist, dürfen wir beide noch. Naja. Bei dir ist der ganze Sinn. Schuhputz. Schaufelputz. Ja. I need you to kill off my lonely nights. Otherwise, I'll just put that inside. Ich hoffe, dass meine Eltern das nicht sehen. Ich hoffe, meine Eltern sehen das. Damit sie mal sehen, dass ich auch einmal hart gearbeitet habe in meinem Leben. Ein einziges Mal. Bin gekommen. Ich auch gerade neben Paul. Für die Erfahrung. Dankeschön. Von Herzen danke für die Erfahrung. Männer! Material. Duschen. Ja, okay. Tschüss. Von Wien für Wien. Bei Wien ist clean. Oh mein Gott. Wolltest du nochmal runtergehen? Ich würde auf jeden Fall nochmal runtergehen. Für wie viel? Wie lange wart ihr da jetzt unterwegs an dem Tag? Mit allem drum und dran, weiß ich gar nicht. Wie viel? 8 Stunden mit allem. Ja, ja, ja. Also wenn du dir überlegst, wir haben sicher 1,5 Stunden, weil wir da mal umziehen. Ja, ja. Also wir sind eine halbe Stunde hingefahren, auch noch mit Pause, Tankstelle, bla bla bla. Ja, ja, ja. Dann dort nochmal die Unterweisung, nochmal dort das Geschirr anziehen. Dann unten waren, nochmal eine Unterweisung bekommen haben. Und dann haben wir sicher, da waren wir sicher 2 bis 3 Stunden, hätte ich geschätzt. Ja, wir sind irgendwann, ich glaube 8 Stunden waren es, ja, wir, ich glaube 8 Stunden waren es ganz. Das waren vollwertige Arbeitstage. Ja, ja, wir sind dann oben sind, auch noch mit dem, Putzen und so, zusammen warten, rückfahren, ausziehen, duschen. Hätte Marc das mitgemacht, ich hätte keine andere Wahl gehabt, ne? Wobei man fairerweise sagen muss, das meine ich wirklich ernst, ich sage es nicht zum Spaß, Marc hat Düfte, die übler riechen als der Kanal unten. 3000 bin ich dabei. Wohin? Wie respektlos. Ich geh runter. Autobahn, muss man auch sagen, große Shoutout an die 2. Ey, Chat, wir haben es geschafft. Jens hätte daraus wirklich, glaube ich, eine 4-Stunden-Reaction gemacht. Wir haben uns wirklich versucht, das noch also im Rahmen zu halten, aber wir haben auch schon viel im Studio gesagt, aber Marc und Leander machen einen unfassbaren Job, was es angeht. Das ist die also zweite die beiden, Frage. Die beiden sind wirklich verfickte Teams in ihrem Job. Ja, voll. Tag und Nacht sind die da am Ackern, Digga. Ja. Stecken ihr ganzes Herzblut rein. Ja. Und deswegen, Jenny, müsst ihr den Kommentar noch wirklich mal ein bisschen loben, die beiden. Voll. Ey, liebe Grüße an Marc und an Leander. Geile Typen. Ja. Paul, von Freund nochmal zu Freund. Danke, dass du dabei warst. Klar, ruf mich nicht an. Paul war der erste Gast. Es folgen noch weitere Gäste. Es ist super gut geworden. Wirklich. Deswegen bin mehr als happy da damit.